Pferdezucht hat nichts mit Liebe zu tun. In der modernen Sportpferdezucht begegnen sich Stute und Hengst nicht einmal. Künstliche Befruchtung ist hier der Alltag. Zu Jahresbeginn geht es daher hoch her auf den Landgestüten und Hengststationen. Wir durften dem Landgestüt Zelle einen Besuch abstatten und den Weg der Befruchtung begleiten. Im ersten Teil unserer dreiteiligen Serie geht es um die Samengewinnung. Hier in Adelheidsdorf werden während der Saison rund 20 Hengste täglich abgesamt. Bis die Mitarbeiter in der Deckhalle fertig sind, vergehen täglich 4 Stunden. Zunächst wird die Animierstute positioniert. Sie dient nur als optischer Anreiz für die Zuchthengste. Durch künstliche Pheromone wird der Geruch einer rossigen Stute simuliert. Der eigentliche Akt wird dann mit dem sogenannten Phantom vollzogen und ein Gestütsmitarbeiter fängt dabei das Ejakulat in einer künstlichen Scheide auf. Hygiene ist wichtig. Nach jedem Hengst werden die Scheide und das Phantom frisch vorbereitet. Diese besteht aus einem Rohr, dessen Futter mit etwa 50 Grad warmem Wasser befüllt wird. Am Ende der Kunstscheide wird das Sperma in einem Glasfläschchen aufgefangen. Wenn alles nach Plan läuft, sind die Hengste nur kurze Zeit im Einsatz. Doch manchmal hilft auch alles Kuscheln und gut Zureden nicht. Wenn ein Hengst nicht in Stimmung kommt, dann kann es auch nicht erzwungen werden. Das Fläschchen mit dem Ejakulat wird noch in der Deckhalle beschriftet und dann eine Tür weiter im Labor abgegeben. Was im Labor mit dem Sperma passiert, zeigen wir im nächsten Teil unserer Serie.